hochkonzentriert. Dass wir nochmal gucken, was da mit dem Kopf ist. Spezialisiert. Man muss sich dafür allerdings Zeit nehmen. Und einfühlsam. Was kann man denn gegen ihre Angst machen? Das sind die Neurologen des Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt. Augen zumachen und gehen. In der Notfallambulanz wird ein Patient mit Verdacht auf Schlaganfall aufgenommen. Jetzt zählt jede Sekunde. Time is brain, Zeit ist Hirn. Felix Teupel hat Dienst und beginnt sofort mit der Untersuchung. Mal den Mund aufmachen. Zunge mal weit rausstrecken. Ganz weit raus die Zunge. Ganz weit raus die Zunge, bitte. Genau. Mal grinsen, Zähne zeigen. Richtig breit machen den Mund. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen im Gesicht? Ist das anders als sonst? Asymmetrisch oder irgendetwas? Elke Neumann begleitet ihren Mann Klaus-Dieter. Sie weiß, wie störrisch er sein kann und dass er im Grunde nicht eingestehen will, dass sein Körper gerade dringend überwacht und behandelt werden muss, dass sein Leben auf der Kippe stehen könnte. Verdacht auf Schlaganfall. Wenn er jetzt vielleicht auch noch nie ausgeprägt ist, aber es kann eben passieren, wenn da irgendwas abgeklemmt ist, kann sein, dass er dann plötzlich halbseitig gelähmt ist. Und das muss ja abgeklärt werden. Felix Teupel verschafft sich ein umfassendes Bild von seinem Patienten. Der Arzt in Weiterbildung hat ein starkes Nervenkostüm. Der Patient starke Venen. Die Blutentnahme wird zur Herausforderung. Sie machen sich sehr rar, muss man schon sagen. Jetzt kam ein bisschen was. Gut, okay. Dann Schuh links. Zur selben Zeit führt Chefarzt Gento die Ermächtigungssprechstunde für ambulante Patienten durch. Nach Operationen kann es vorkommen, dass Nerven beeinträchtigt sind. In welchem Umfang prüft der Neurologe mit der Neurographie mittels Nadel und Strom? So, jetzt piekst mal hier. Wir sind jetzt in dem Muskel und normalerweise einen Muskel ganz locker lassen. Ein Muskel, der nicht arbeitet, sollte still sein. Das heißt, was jetzt so als Ausschlag hier kommt, ist Zeichen, dass es dann irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Ne? So, jetzt so kräftig Sie können. Kräftig, kräftig. Die Patienten müssen tapfer sein. Alain Gento schafft es, sie zum Durchhalten zu bewegen. So, noch ein letztes Mal die Zunge, die Zähne zusammenbeißen. Oh, hoch, 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 kräftig. Und dann sagte er mir, ich habe mit ihm dann versucht zu erklären, was wir da machen mit Stromreizung. Und sagt, ach nee, das kenne ich. Ja, wieso? Woher kennen Sie das? Haben Sie die Untersuchung? Ich bin ja Elektriker, ich habe öfters mal Stromschläge. Ja, sage ich, ja gut, okay, dann kann ja nichts passieren. Ja? Dann habe ich ja ganz niedrig stimuliert und und dann war er weg. Ja? Also Elektriker sein ist nicht gegeben, dass sie dann immer aushalten. Ja? Das sieht in der Notfallambulanz etwas anders aus. Klaus-Dieter Neumann will nach Hause, zu seinem Hund. Ehefrau und Arzt versuchen, ihn zum Umdenken zu bewegen. In 2 Tagen gucke ich mir das an und dann ist es, wenn dann nichts passiert, dann könnten, ist vorbei. Könnten vielleicht auch 5 sein. Ja. Und nebenbei schauen wir, dass es Ihnen ein bisschen besser geht. Wie sieht es denn damit aus? Würde ich hier bleiben? Ja, nicht so richtig. Kriegen Sie das hin? Wenn nicht, hole ich meinen Sohn ran, dann muss der dafür sorgen. Den habe ich noch, der arbeitet in Eberswalde und dann, naja, dann muss der herkommen und dann muss man gemeinsam herschaffen. Das hilft alles nicht. Ein paar Jahre möchte ich ihn ja noch haben. Eine typische Reaktion. Felix Teupel schafft es, den pensionierten Ingenieur vom Gegenteil zu überzeugen und ordnet direkt ein CT an. Der Arzt will genau wissen, was im Kopf von Klaus-Dieter Neumann los ist. Bestätigt sich der Verdacht, muss sofort mit der Lysetherapie begonnen werden, die das Blutgerinnsel im Kopf löst. Währenddessen wird auf der Station ein neuer Patient aufgenommen.
Klaus-Peter Katt klagt über Gleichgewichtsstörungen, Druck auf dem Ohr und Kopfschmerzen. Mit ihm werden während des Klinikaufenthalts alle relevanten Untersuchungen zur Diagnostik durchgeführt. Bis später. Na, wie geht's Ihnen, Herr Neumann? Mir geht's gut. Ja, was macht die Sprache? Klaus-Dieter Neumann hat das CT hinter sich und die erste Nacht auf der Intermediate Care, einer Zwischenstation, verbracht, die zur Intensivstation gehört. Felix Teupel überbringt dem willensstarken Mann die Diagnose. Das war ein Schlaganfall, den hat man gesehen im CT. Ne? Der ist auch nicht mehr ganz frisch gewesen. Das passte eigentlich ganz gut mit dem, was die Ehefrau mir berichtet hat. Ne? Ja. Genau. Der erklärt die Sprachstörung ganz gut. Hatten Sie denn Interesse an einer Reha schon, an einer Rehabilitation? So richtig einverstanden scheint der Senior nicht zu sein. Und dennoch, Felix Teupel schafft es, ihn erneut zu überzeugen. Manchmal muss man sich schon sehr reindenken, was die Personen jetzt gerade versuchen wollen zu sagen. Ob nun komplett alles ankommt, was man sagt, das ist, da hatte ich jetzt schon das Gefühl, aber die ganze Nachbehandlung und so weiter, da ist es immer sehr gut, wenn nochmal die Ehefrau, Lebenspartner oder Angehörige mit dabei sind, um dann sicherzustellen, dass das auch wirklich nachhaltig ankommt. Ne? Kein Tag gleicht auf der Neurologie dem vorherigen. Sehen Sie in der nächsten Folge. Viele Patienten treffen die Ärzte wieder, sowohl stationär als auch ambulant, wie zur Botulinumtoxintherapie. Vielen bekannt unter dem Kürzel Botox.